Hallo Leute, willkommen zu einem neuen Pokémon Schonopart. Dies ist ein neues Format. Das Format bringt auch zum Beispiel Pokémon. Und in diesem Format werden wir einfach random ein Pokémon bekommen. Und um dieses Pokémon müssen wir ein Team bauen. Und das im OU-Tier. Mal gespannt, welches Pokémon wir bekommen. Wir müssen ein Pokémon um Silvelli in der Waterform machen, okay, interessant. Auf jeden Fall bin ich schon gespannt. Ich habe keine Ahnung, wie man Silvelli Water spielt. Natürlich spielt man Silvelli in der Waterform nicht im OU. Aber wir probieren mal dieses Pokémon aus. Es ist ein Wasser-Pokémon. Und ach ja, wir versuchen in 5 Minuten dieses Team zu bauen, circa. Okay, wir spielen mit dieser Silvelli offensiv oder defensiv? Das ist die Frage. Auf jeden Fall spielen wir es mit Parting Shot. Das ist Pflicht. Finde ich, gehört auf jedem Silvelli-Set. So. Wisst ihr was? Wir spielen offensives. Wir haben Balls, kannst du Surfer, Flamethrower noch für die Steel-Taps, wie zum Beispiel Ferrothorn und Scissor. Und zuletzt vielleicht noch Donnerblitz oder vielleicht eine andere Attacke. Donnerblitz würde die Wasser-Pokémon treffen, deshalb spielen wir noch Bolt. Surfer, Flamethrower und Donnerblitz sind schon eine gute Attacken. Ich denke, Full Offense ist eine gute Wahl. So, was wäre jetzt noch am besten für dieses Pokémon? Schnellere Pokémon, zum Beispiel Pflanzen-Pokémon, stören dieses Pokémon. Wie zum Beispiel Katagami, gibt es noch andere gute Wasser-Pokémon? Ja, Serperoyal, Bulu, ein Steel-Type wäre eigentlich sehr schön. Wie zum Beispiel Skarmory. Oder Scissor. Wisst ihr was? Wir spielen Mega Scissor. Und ich würde sagen, einfach mal Roost, U-Turn, das ist auch unser Defolger, Bullet Punch. Ja, physisch defensiv auch noch. Für die Steel-Types einfach. Zunächst wäre noch ein Counter für zum Beispiel Magnezone, Magnezone Wall. Beide Pokémon und ein Pokémon, das Magnezone Wall ist. Welches nehmen wir dafür? Wir könnten Gastrodon zum Beispiel nehmen. Ja. Wir können zum Beispiel auch. Weißt du was? Wir spielen Garchomp. Aber ich will ein richtig funkiges Set spielen. Diese Teams sollen es einfach nur Spaß machen und sollen es nicht wirklich so oft gewinnen. Welches Garchomp-Set spielen wir? Spielen wir ein spezielles? Ja, wir spielen ein spezielles Garchomp mit den Rocks natürlich. Dann noch den Draco-Meteor, Fireblast und IQ würde ich mal sagen. Vielleicht auch noch ein Trigonium C. Ja, das ist eine schöne, gute Wahl, denke ich zumindest. Mit Ruske natürlich. Und ja, Full Special minus spezielles Defensives Besen passt doch schon. So, welche Pokémon wollen uns jetzt auch noch? Fairies eigentlich ist nicht so wirklich. Ash Guayuzu, wir haben immer noch keinen Counter gegen Ash Guayuzu zum Beispiel drin. Und man braucht auf jeden Fall immer einen Counter gegen Ash Greninja. Wisst ihr was? Gibt es eines im UUBL ein Pokémon, das Ash Greninja Wall, zum Beispiel Azumarill, speziell defensives Azumarill mit Whirlpool, wäre interessant. Gibt es noch ein anderes? Hooper Unbound, speziell defensives Hooper Unbound. sollen wir wirklich speziell defensives Hooper Unbound probieren, oder? Gibt es in Juju ein Pokémon, das interessant wäre, dass zum Beispiel Ash Greninja wollen könnte, zum Beispiel Mack. Somit hätten wir auch einen Counter gegen Simsala. Ja, wir spielen jetzt noch Mack Alola. Ist cool. Natürlich spielen wir es mit der Offensivweste. Poison Touch. Poison Chap. Gifty, Pursuit, Knockoff und noch eine letzte coole Attacke. Fire Punch, Fire Blast wäre interessant, aber ich denke Shadow Sneak, mit dem rechnet man jetzt nicht mehr, deshalb spielen wir einfach mal Shadow Sneak. Alles im Angriff.
Und eine spezielle Verteidigung, da es eigentlich schon sehr viel KP hat, noch viel im Speed, um ein paar andere Pokémon zu speeden. Somit haben wir auch ein Gift-Pokémon, somit kann Toxic Spikes nicht legen. Irgendwie habe ich jetzt noch Bock auf ein Mimikyu. Bringt das Pokémon überhaupt etwas? Oder wisst ihr was? Ich will jetzt noch ein cooles. Im Mewtwo gibt es. Oder hier spielen wir jetzt noch ein cooles Pokémon. Welches Pokémon wäre hier jetzt noch gut? Prelim wäre nice, natürlich. Oder Porygon Z. Also, wir haben jetzt ein Special Attacker, noch ein Special Attacker und ein Mag Staraptor. Irgendwas gegen Lernus, die brauchen wir auch noch, obwohl wir haben. Ja, wisst ihr was? Zwei Pursuit Trapper wäre es. Weavile etwas. Nein, wir spielen Porygon Set, nämlich Specs Porygon Set. Ich habe einfach Bock auf dieses Pokémon mit Tri-Attack, Hyperstrahl, würde ich mal sagen, Ice Beam für Landrusty zum Beispiel. Und zuletzt noch eine. Schnell. Einfach mal Donnerblitz. Okay. Passt. Jetzt brauchen wir noch ein cooles Mon, mit dem es nicht so wirklich rechnet. Und was wäre jetzt noch gut? Gegen Keldeo haben wir etwas, gegen Mega Gyarados haben wir etwas. Wir könnten jetzt noch welches Pokémon könnten wir jetzt noch spielen? Schnell überlegen, wir brauchen schon länger 5 Minuten, das ist nicht so schön. Wisst ihr was, wir spielen Choice Crafted, denn wir haben eigentlich nichts gegen Setup. Ich glaube HP ist aber 30 und 30 im Angriff und in der Verteidigung und Rest natürlich 31. Ja, das wäre das Team eigentlich. Finde ich schon interessant. Ich bin schon gespannt, wie dieses Team ist. Ich habe keine Ahnung. Wir probieren jetzt einfach mal dieses Team aus. Oder es geht ja nicht. Wir müssen auf Ditto natürlich Transform, also Wandler, spielen. Also, man spielt Sevelli in der Waterform eigentlich nicht so wirklich im. Ihr wisst schon. Im OU. So. Leute, bis gleich. Unser erster Gegner hat leider einfach nur dieses Mon. Ja, mega. Wir greifen es einfach mal mit Hyperstrahl an und wir können eigentlich gleich, wenn wir diesen Gegner besiegt haben, den nächsten Gegner suchen. Yay, den Kampf haben wir gewonnen. Also, bis gleich. Unser nächster Gegner hat schon ein besseres Team, nämlich Skeptile, Infernape, Ferelegator, Staraptor, Scolipet und Brutalander. Silvelli könnte hier sogar auf jeden Fall etwas machen. Trifft alle Pokémon. Sehr aktiv außer das Brutalander. Nun gut. Choicecraft Ditto hilft uns auf jeden Fall. Welchen Pokémon könnte leaden? Infernape, um die Rocks rauszulegen oder Staraptor, um zu U-Turnen. Und wir fangen mit unserem Garchomp an. So, wir wären auf jeden Fall schneller. Und deshalb drücken wir einfach mal Tetrakometer. Macht auf jeden Fall jeden Pokémon Schaden. Und können wir in der ersten Runde Brutalander besiegen. Jawohl. Jetzt weiß der Gegner natürlich nicht, ob wir speziell oder physisch sind. Skeptile, er will jetzt wahrscheinlich einfach Dragon Pulse mit seinem Mega Skeptile machen, drücken. Und Trangler physisch natürlich. Ah, dann ist auf jeden Fall Scissor die optimale Wahl. Der Crit ist extrem blöd. So, wir megen uns und U-Turn. Ein HP Fire könnte Schaden machen, aber U-Turn bestraft ihn dann und dann wäre das Skeptile hier down. Erdbeben macht überhaupt keinen Schaden und mit U-Turn können wir es besiegen. So, jetzt gehen wir wieder Mark. Der Mark ist angeschädigt und er hat eigentlich nur physisch offensive Pokémon. Vielleicht ist Infernape offensiv, also speziell offensiv. So, wir gehen auf Knockoff. Megahorn tankt mir leider nicht. Scissor ist jetzt die optimale Wahl. Wir können uns einfach hochroosten und dann wieder U-Turnen. Wenn es die Set habt, ist es eigentlich für uns gut, da wir Ditto haben. Dank dem Choice Graph sind wir immer schneller als jedes seiner Pokémon, auch wenn er die Boost hat. Brotec bringt ihm hier eigentlich nichts. Wir sind langsamer, wir haben Slow U-Turn. Deshalb gehen wir einfach mal auf die U-Turn und der Gegner gibt leider hier auf. Ich suche den nächsten Gegner. Unser nächster Gegner, Goodra.
Dominaton, Knackrock, Mega Gyarados wahrscheinlich, Staraptor und Yanzi. Er hat wahrscheinlich eher Mega Yanzi als Mega Gyarados. So, wir werden mit Gatom natürlich leaden und unsere Gegner leadet mit Yanzi. So, wir gehen einfach in Scissor, Predict die Mondgewalt, die wird jetzt nicht so viel Schaden machen, Earth Power oder auch die Mattensturm. Wird keiner Schaden machen, da wir ein fucking Scissor sind. HP Fire wäre blöd, obwohl Dazzling Gleam ist noch schlimmer. Okay, ist noch besser für uns, aber für ihn schlimmer. Ein Spiel auf keinem einzigen. Okay, das ist ein defensives. Nun gut, wir können in unsere Garchomp gehen. Holen wir die Rocks raus oder bringen wir ihn um? Wir können es der Dracometeor eigentlich drücken. Könnte natürlich in die Anzi rauswechseln, aber dann hätte er die Balls. Aber er geht in Segardos. Und das muss ein speziell defensives sein. Wir holen die Rocks raus, die sind gut gegen ihn. Gardos kann die Hessens nicht entfernen. Avalanche, Lawine, ist das dein fucking Ernst? Interessantes Set. Wir gehen einfach mal in unser Scissor. Denn... ja, was will ein Gyarados gegen uns tun? Er wird sich eine Flammenwurf und Feuersturm auf diesen Mond spielen. Donnerwelle, ja. Vielleicht noch Sleep Talk. Wir gehen auf jeden Fall hier auf Roost. Er macht keinen Schaden. Sehr schön, wir können nochmal auf Roost gehen. Denn wenn er hier nochmal auf die auf Waterfall, also auf die Kaskade geht, sind wir ca. 50%. Aber nein. So, opfern wir hier unsere Garchomp, ja. Wir opfern hier unsere Garchomp. Hat auf jeden Fall etwas gemacht. So ist es Choice Scarf. Wegen in Silvelli ist hier auf jeden Fall das beste Mann. So, mit Surfer haben wir eigentlich nichts zu verlieren. Oder er könnte in Good Rock gehen, deshalb gehen wir auf Parting Shots. Wenn er gelockt ist auf Flare Blitz, also wenn er gechoiced ist, muss er hier rauswechseln. Dann wechseln in Good Rock raus. Perfekt. So, wir können jetzt in Mack gehen und einfach mal frei Knock offen. Ja, kein Switchen eigentlich. Wenn er drin bleibt, bekommt dieses Mon sehr guten Schaden ab. Er geht in Garchomp. Interessant. Dieses Mon bekommt ein bisschen Schaden. So. Wir gehen jetzt einfach mal im Porygon-Set und drücken Triathlon. Ja, kein Switchen, vielleicht Gudra, aber wir sind Choice-Backs. Oder er verliert den Gyarados. Ist mir eigentlich auch recht. Ich denke, unser Choice-Kraft-Dito kann ihn auf jeden Fall besiegen. Die Frage ist, hat den Full Speed Kudra oder nicht? Oder Full Speed, Full KP und Full Special Attack oder Full Attack? So. Haben wir einen Attack von ihm gesehen? Nein, wir bleiben einfach mal drinnen, denke ich. Und drücken Try Attack, wir machen keinen Schaden. AV und er bekommt die Full Para, nice. Sehr schön, wir gehen in Mack. Und er wird hier wahrscheinlich rauswechseln, deshalb gehen wir auf Pursuit. Das ist, denke ich, die beste Wahl hier. Und er will nicht rauswechseln. Egal. Dann besiegen wir ihn halt jetzt mit Knockoff. Sehr schön. Und er trug eine EV, eine Assault Drift. Habe ich mir eigentlich schon gedacht, da der... da Tri-Tech so wenig Schaden gemacht hat. So. Stealth Rock, EQ, Dragon Tail und wahrscheinlich Fire Fang könnte ich mir vorstellen. Wir gehen in Scissor. Outrage, perfekt, er ist auf die Attacke gelockt. Deshalb können wir einfach mal U-Turnen hier. Ja. Er überlebt die Attacke natürlich, leider. Aber wir können jetzt einfach in Ditto gehen, um zu sehen. Oh mein Gott. Hatte die Fähigkeit leicht nicht haben wir die Fähigkeit leicht nicht verändert. Lamber Imposter. Ah, egal, dann können wir es eigentlich Ditto opfern. Das war dumm von uns. Egal. Wir können einfach jetzt in unser Scissor gehen und Bullet punchen. Das könnte ein Fehler sein, da wir Tito verloren haben. Sprich, wir haben ein Pokémon weniger. Hoffentlich sind wir schneller. Er geht in Dominaton. Nice, Chip. Okay, wenn Bullet Punch jetzt nochmal kommt, verliert er sein Dominaton. Und das wäre richtig sick. Oder wir opfern Mark. Oder kann Mark einen Attack von Yanzi tanken? Das ist die Frage. Ach, wir werden nicht gefullpare, der opfert sein Garchomp. Ist mir eigentlich auch recht. Passt mir beides, wie gesagt. So, in welches Pokémon geht er?
Bully Punch von Fissler ist unser Win. Ich denke, das ist der einzige Weg, wie wir noch gewinnen können. Wir opfern hier jetzt einfach mal unser Mack. Und der Gegner geht auf Brave Bird, bekommt Schaden. Nun gut, gehen wir in Silvelli. Ja, wir gehen jetzt in Silvelli und drücken einfach mal Surfer. Brave Bird tankt mir, wenn er nicht Choice Bandit ist. Tanken wir knapp, sehr schön. Er hat jetzt nur noch 2 Pokémon, wir 3 Pokémon. Und mit Bullet Punch könnten wir alle Pokémon besiegen. Center Manitin ist K.O. durch die Rocks. Also muss nur noch der Bullet Punch von unserem Scissor Treffer. Und wir gehen vorher noch in Porygon Z und drücken Hyper Beam. Okay, Diamantsturm tankt mir und Hyperstrahl killt es nicht. Schade, ich dachte, vielleicht tankt es nicht die Attacke, da Hyperstrahl unser stärkster Move ist. Also müssen wir jetzt wirklich mit Bull Punch das Ganze besiegen, müssen die Fullpara überwinden. Wir haben zum Glück keine Fullpara und diesen Kampf haben wir knapp 1-0 gewonnen. Leute, wir werden einfach mal gleich den nächsten Gegner suchen. Und dieses Mal haben wir hoffentlich die richtige Ability bei unserem Ditto. Imposter, jawohl. So, wir predikten das einfach mal mit seinem... Ihr wisst schon, mit seinem Dianzi-Leadet. Deshalb fangen wir mit unserem... Warum fällt mir der Name so schwer? Silvelli. So, Surfer. Dafür ist es gleich K.O. Vielleicht holt er die Rocks raus. Ich denke auf jeden Fall, dass wir eine Attacke tanken. Es ist ein fucking Silvelli. Protect ist uns egal. Vielleicht wechselt ihr in ein anderes Pokémon, zum Beispiel Tektas. Obwohl dieses Pokémon auch Schaden bekommt. Surfer killt nicht einmal das Dianzi. Wow. Und dann gehen wir auf Donnerblitz. Vielleicht oder auf Flammenwurf. Oder egal. Ist ja schon egal. Brauchen wir Silvelli noch? Es ist langsam alles eine 5 Pokémon. Bis auf natürlich Katagami. Da gehen wir Scissor. Wir haben nichts zu verlieren. So. Wir roosten hier einfach mal. Alter, bitte sag, dass du Knockoff hast. So, Leaf Blade macht keinen Schaden. Roost. So, Defog, die Hazards müssen wir entfernen. Simpel, ich mag die Hazards nicht auf unserem Feld. So, wenn Ditto die... Pregnant Blitz, Gigastoß, okay. Ja, wir können uns nochmal hochroosten. Er kann nichts gegen uns tun. Volles Silver ist immer sehr schön. Leute, wisst ihr, was wir jetzt tun? Wir gehen in Ditto, sind auf plus 2, wir sind schneller als ein Katana und Sacred Sword ist hier auf jeden Fall der Play. Vielleicht geht er in sein Chandelure, kann ich mir vorstellen, aber nein, er verliert es, sein Katana, sehr schön. Wir sind auf plus 3, aber er hat leider sein Chandelure, also das heißt, dass wir hier rauswechseln müssen, aber dafür in Mack und Mack besiegt das Chandelure, wir können einfach nur immer Pursuit drücken. Fireblast macht keinen Schaden, obwohl Crit. Natürlich macht die Attacke noch Schaden. Wenn er rauswechselt, verliert er sein Chandelure. Wenn er drin bleibt, können wir mit 2 Pursuits das Chandelure besiegen. Na, oder geht auf Sub. Das ändert eigentlich hier gar nichts. Riskiert er sein Chandelure oder greift ihn nochmal an? Er geht auf die Legate wieder. Nice. So, wie gesagt, Pursuit ist hier immer der Play. Da wir einfach so Chandelure safe besiegen und Fireblast trifft dieses Mal nicht. So, Shadow Sneak killt das Chandelure safe. Er wird hier drin bleiben. Leider sind wir jetzt verbrennt. Das ist extrem blöd. Aber das ist komplett egal, denn wir opfern jetzt einfach unser Mack. Mack hat das getan, was sollte, hat Chandelure besiegt. Wenn es sich setupt, ist das uns egal in ihrem Choice Graf Ditto. Wir gehen auf Poison Trap, vielleicht vergiften wir ihn ja. So, Shadow Sneak müsste dieses Pokémon jetzt besiegen. Der Griff von Poison Trap war sehr schön. Dazu noch die Poison. Nice. Vielleicht killt jetzt Shadow Sneak das Gelade. Nein. Sein Headbutt macht keinen Schaden. So. Und Shadow Sneak killt dann dieses Gelade. Mack hat schon 2 Pokémon besiegt. Hat er overpredicted oder nicht? Warum spielt er normales Gelade? Egal. So, Crobat, Knockoff. So.
Jetzt können wir einfach in unser Garchomp gehen, Z-Draco-Meteor drücken und ein Pokémon schön rausnehmen. Brave Bird macht Schaden, er bekommt jetzt aber Schaden durch Recoil und Ruskin und Z-Draco-Meteor killt dann das Crobat. Also ich finde unser Team interessant. Es macht sogar Spaß mit diesem Team zu spielen. So, First Impression killt uns jetzt wahrscheinlich oder Aqua Jet killt uns nicht. Hatte nicht First Impression, aber natürlich trifft der Draco-Meteor nicht. Aber ist hier eigentlich egal, da wir den Kampf sowieso gewonnen haben. Aqua Jet killt uns. Welche Attacken konnte dieses Pokémon? So, Leech Life. Warum nicht? So, First Impression kann man nur drücken in der ersten Runde, wenn das Pokémon reinkommt. Und diesen Kampf haben wir dann gleich 4-0 gewonnen. Natürlich sind die Kämpfe jetzt noch nicht so spannend, da wir auf der Low Ladder sind, aber das passt ja auch schon. So, ich bin schon gespannt, welche Pokémon der nächste Gegner hat. Und unser nächster Gegner hat ein cooles Team. Aerokex, Stalibor, Skamaru, Wischiwaschi, Florges Blue und Alola Knogger. Es ist auf jeden Fall kein Trick Room Team. Denn immer wenn ich Mojo Alola Knogger sehe, denke ich an Trick Room. Aber nein, so. Wer lead einfach mal mit Garchomp? Das ist der beste Lead hier. Skarmory, dafür haben wir denn Fireblasts. Ja, wir drücken Fireblast. Die Rocks holen wir hier nicht raus. Da. Wer einfach die Rocks, wie gesagt, gleich empfehlen wollen auf unserer Seite. So, nochmal Fireblast. Der kann switchen. Vielleicht Florges. Predicten wir das und gehen auf Draco-Meteor. Wir gehen auf Draco-Meteor, denn das. Den Draco-Meteor würde auch das Skarmory von diesem Ranger aus killen. Vielleicht geht er auch in Zenusardin oder in Alola Knogger. Obwohl ich mir das eigentlich nicht vorstellen kann, dass er hier in Alola Knogger geht. Ja, Draco-Meteor ist hier. Obwohl Fireblast ist hier die bessere Wahl. Denn wenn wir das Pokémon besiegen, haben wir keinen speziellen Angriff-Drop und ja, er geht in Wischiwaschi sogar. Interessant. So, wir gehen in Mach. Mach ist dafür da, dieses Pokémon zu besiegen. Aquaring. Okay, wir gehen auf Knockoff. Wir könnten hier frei Knockoffen und. Jawohl, Lefties sind weg. Wir sind sogar schnell, also wird Poison Trap dieses Pokémon killen. Knockoff reicht nicht aus, da der letzte Knockoff ein Crit war. Poison Trap reicht aber von dieser Range aus nochmal ein Crit. Okay, Mach ist das Crit-Monster anscheinend. Freut mich. So, Mach will ich mir aber noch für der Florges behalten, denn wir denken auf jeden Fall Moonblast. Nach den Rocks natürlich noch. Und können der Flock jetzt dann mit Poison Trap hitten und vielleicht können wir mit Shell Sneak das Marowak noch anhitten. So, wir gehen jetzt in unser Scizor. Boosten ist uns hier, wie gesagt, egal, da wir Ditto haben. Die Dance Crafty wäre für uns sehr schön, denn das wäre eigentlich dann sein Testament. Perfekt, so. Wir gehen hier einfach mal auf die U-Turn und gehen dann gleich in Ditto raus. Setup. Gegen einen Gegner, der Ditto hat, ist jetzt nicht so schön. So, Ditto. Wir gehen auf Train Punch. Er kann natürlich in Alola Knogger gehen, aber er muss sich dafür fürchten, dass wir Knockoff drücken. Und er verliert sein Crafty. Wir mussten aber hier safe bleiben, denn wie gesagt, wenn wir auf Knockoff gehen, er tankt natürlich die Attacke und dafür würden wir unser Ditto verlieren und das wäre nicht so schön. So. Wir gehen jetzt in Mach. Call Mine auf plus 1 tanken wir auch immer noch eine Mondgewalt. Poison Trap ist der Play hier, denke ich zumindest. Moonblast tanken wir sehr schön. Spezialangriffstop macht nichts und Poison Trap killt One-Shotted das Florges und killt es somit. Sehr schön. Excal. Ja, wir gehen einfach auf Knockoff. Wir opfern jetzt einfach mal das Mach. Shadow Sneak wäre vielleicht nicht so klug gewesen. So, Garchomp ist schneller. Wir können einfach mal EQ'en. Für das Skarmory haben wir, wie gesagt, Fireblast. Das hat nicht mehr eine Robustheit und wir können Excal One-Shotten. Sehr schön. Marowak können wir auch One-Shotten. Wir drücken deshalb einfach mal Erdbeben.
Nun gut, das nächste Pokémon von unserem Gegner ist nicht nur das, die Attacke tankt, interessant. Leute, spielt nie Life Orb Alola Marowak. Nie. Wirklich überhaupt nie. Spiel lieber Cyclop als ein Kampfknochen, spezielle Items für Alola Knocker. Life Orb macht überhaupt keinen Sinn. Macht zu wenig Schaden als der Cyclop und bekommt ja Recoil Damage. Leute, diesen Kampf haben wir gewonnen. Ich werde den nächsten Gegner suchen. Unser nächster Gegner, Kudra. Flampivien, Garchomp, Gardostrap, und die ganzen. Gegen diesen Gegner haben wir eigentlich schon gekämpft. Na gut, dann hoffen wir, dass wir gegen diesen Gegner jetzt nochmal gewinnen. So, Silvelli ist hier der Play. Will er die Rocks wieder rausholen oder nicht? Wissen das dann, ey, wie? Gudra hat ein komisches Gardos mit Lawine? Ein physisch defensives Garchomp mit Rocky Helmet? Das wissen wir alles. So, er geht gleich ein Gudra raus. So, Parting Shot. Dass wir das Angriffspotenzial von diesem Pokémon sinken und dann gehen wir gleich in unser Mach. Ein Pursuit Trappen ist da. Wir einfach mal denken, dass es rauswechselt uns. Mach ist eigentlich nur für das Gudra da, denke ich zumindest. Ice Beam kann Freeze, sehr schön. So, Knockoff wäre sehr schön, aber Poison Jab ist hier besser. Vielleicht können wir es vergiften. Nein, schade. Geht den Garchomp raus. So, er hat nicht Fire Blast im Set. Deshalb gehen wir Scissor. Vielleicht hat er dies verändert. Wir gehen einfach mal auf die Wog. Fire Blast würden wir tanken. Er hat nur EQ im Set, sehr schön. Wir roosten uns hier einfach mal hoch, um zu sehen, was der Gegner hier tun will. Rocks, wir gewinnen das Match gegen ihn. EQ, Rocks, Dragon Tail, wie gesagt, oder Roar. Ja, Roost. Die Rocks will ich auf unserem Feld nicht haben. So, Defog. Er muss hier rauswechseln, er ist passiver als wir. Obwohl, wir könnten, wir wechseln es hier raus. Das dauert mir eigentlich zu lange, oder? Wir gehen auf Roost wieder. So, Defog. Ja, das Match, das One-One gewinnen wir. Er muss hier rauswechseln. Wir bleiben bis zum 14. Hören drinnen. Oder bis zum 15. Und dann wechseln wir auf jeden Fall hier raus. Das mir sonst eigentlich zu lange dauert. Ich denke, dem Gegner ist dieser auch bewusst. So, er will ja nochmal auf die Rocks gehen. Deshalb gehen wir auf Defog. Nochmal auf Defog. Wenn er Flampivian geht, ist mir das recht. So, wir wechseln jetzt den Porygon Z. Kein Pokémon Tank. Ein Choicepack Strytag. Zweimal. Kein Gudra. Kein Dianzi. Kein Garchomp. Gudra. 25% machen wir, wissen wir schon. Circa halt. Und die nächste Strytag killt das Gudra. Dank Pursuit von Mack können wir das Gudra jetzt rausnehmen. Sehr schön. Nun, er wird jetzt wahrscheinlich in den Choice Scarf Pokémon gehen. Wenn er da Manatee so reinholt, ist es safe, Choice Scarf. Wir gehen in unter Silvelli Water. Flare Blitz. Two-Shotted uns sogar. Was? Nach den Rocks natürlich. Was? Das überrascht mich so. Ja, dann müssen wir Silvelli opfern. Gehen in Garchomp. Und hol mir auch die Rocks raus. Die Rocks sind nice gegen ihn. Die holen mir auf jeden Fall raus. Wahrscheinlich müssen wir mit Bullet Punch dieses Game wieder gewinnen. Gardos. So, wir wissen, dass er Avalanche hat. Ja. Gehen wir auf Zetrakomete. Wie wichtig ist Garchomp? Wir gehen auf Zetrakomete. Vielleicht killen wir ja das Gardos. Nein, wir machen nur 50%. Crit natürlich, sehr schön. So, Porygon Set. Try Attack Them All, würde ich mal sagen. So. Mack kann eine Attacke von Dianzi tanken. Bullet Punch muss es wahrscheinlich wieder entscheiden sogar. So, Dianzi. Wir wissen, dass wir eine Attacke nach den Rocks überleben. Hoffe ich zumindest. Ah, das wäre mir safe. Porygon Set ist so ein bulkiges Pokémon. Danke. Und Try Attack killt das. Dianzi leider nicht, aber wir machen guten Schaden. So, wir opfern hier jetzt unser Porygon-Set. So, wir
Genesten Ditto. Sinnesten Choice Girls Ditto. Leute, ihr spielt nie Destiny gegen Immo-Gewalt und Psyshock macht hier eigentlich, finde ich, keinen Sinn. So. Wir können hier Deathlink-Leam drücken und das die ganze nicht besiegen. Earth-Power kill uns auch nicht. Sehr schön. Wir sind das schnellste Pokémon hier. Die Rocks überleben mir auch nochmal. Sehr schön. Die Frage ist, machen wir gegen Darmanitin 50% Schaden mit Deathlink-Leam? Das müssen wir jetzt kalken. Denn das entscheidet das Game ist wirklich. So. Dianzi, Mega, Offense. Mondgewalt hätte zum Beispiel das Dianzi gekillt. So, dann managen. Ach, dammit. Dann wechseln wir raus in unser Mack. Ja. So, Mack. Er hat dies sogar predicted. Okay, dann gehen wir Scissor und gehen auf die U-Turn. Oder gehen auf Bullet Punch. Wir müssen auf die U-Turn hier eigentlich gehen. So, nun gut, Garchomp. Okay, Ditto ist der Play hier. Und wir gehen auf Outrage. Lock uns in Outrage. Das ist ein komisches Set. Hat er dann voll offen Garchomp mit Rocky Helmet. Oder auch nicht. So, Scissor. Hoffentlich tanken wir ein EQ. Ich denke nicht. Oder? Wird unser Scissor hochheilen müssen? Ja, leider haben wir das Game dieses Mal verloren. Aber wir suchen einfach mal den nächsten Gegner. Und er hat Mimikyu, Magnesone, Garchomp, Tapufin, Alakazam und Tankrath. Nun gut. Ich spiele mal Silvelli wäre eigentlich nice gewesen. Egal, wir gehen in Ditto raus. Wenn er mit Garchomp bleedet und die Rocks rausholen will, wissen wir das. Okay. Ja, Mack ist hier der Play. Zaunt ist uns hier egal. So, wir Poison Trappen hier. Obwohl er Magnezone macht nichts gegen uns. Poison Trap ist hier der Play. Was will Magnezone gegen uns tun? Knockoff besiegt es. Natürlich nicht One-Shot, aber ihr wisst schon, was ich meine. So, nochmal Knockoff. Wenn er rauswechselt, wird ein Pokémon das Item abgeschlagen. So, Shadow Sneak killt das Mack und ich hoffe, wir haben immer noch genug Mack Alola Pursuit Trapper gegen ein Alakazam Mega. Haben noch genug für den Focus Blast? Jawohl. Sehr schön, dass wir es mit dem Pursuit killen können. So, wir gehen jetzt in Garchomp hier raus und holen die schönen Tarnsteine hier raus. HP-Eis tanken ist sehr schön. Brauchen wir es noch? Wir gehen auf Tetrakometeor. Und dann wissen wir, ob er es eine Wii trägt. Er trägt eine Wii. So. Wir gehen in Scissor. Er kann HP Fire. Also wieder hier nicht drin bleiben. Jutem würde das Tankrath sowieso killen. Und er verliert sein Tankrath. Nice. So. Wir gehen jetzt in Silvelli Water, er weiß nicht, was uns Silvelli Water kann. Wenn auf jeden Fall wahrscheinlich mit dem Passing Shot hier rausgehen. Obwohl das Tapufini können wir mit zwei Donnerblitze killen oder mit drei, aber wir sind schneller. Das passt schon, Defog, egal. So, geh den Garchomp raus. Wir hitten es einfach mal an. Schwertanz. Wir gehen mit auf Passing Shot. Wir sind langsamer zum Glück. Ja, wir können mit Ditto einfach ihn kopieren. Tanken wir eine Z-Steinkante? Nein, war klar. So, Ditto. So, EQ auf plus 2 EQ. Kein Pokémon überlebt die Attacke. Sehr schön. Nun gut, Mimikyu. Wir gehen hin, Scissor. Wir haben nichts zu verlieren, denn Scissor wallt dieses Pokémon. Bullet Punch ist hier immer der Blade, denke ich zumindest. So, Porygon Z. Haben wir noch nicht verwendet und wir locken uns dann einfach mal, würde ich sagen, in Donnerblitz. Im Donnerblitz trifft auch das Mimikyu. Killt das Tapufini. Sehr schön. Alakazam. So, diesen Kampf müssten wir eigentlich gewonnen haben gleich.
So sagst du, bringt ihn nichts, da wir natürlich unser schönes Specs Porygon Z haben und Porygon Z besiegt sogar fast dieses Pokémon. So, Shadow Sneak ist hier der Play. Er weiß nicht, dass wir Shadow Sneak haben. Das finde ich sehr schön. Statt Shadow Sneak würde man natürlich andere Attacken wie zum Beispiel Feuersturm oder Feuerschlag für Stahl-Pokémon spielen, aber keiner rechnet daher mit Shadow Sneak mehr, wie man hier sieht. Fire Punch, mit dem rechnet man wirklich überhaupt nicht mehr. Deshalb finde ich es sehr schön, dass wir hier Shadow Sneak spielen können. So, Scissor und Bullet Punch und diesen Kampf haben wir dann 2-0 gewonnen. Ich will das so in Part, wo wir mit einem random Pokémon ein Team bauen und dann noch kämpfen. Mindestens 40 Minuten dort. Also werden wir noch einen Gegner suchen. Und unser Gegner hat Stolos Turtok. Silvally, beware Latios Hippodon. Wahrscheinlich ein Mega Turtok. Ich finde hier eigentlich der Mega Stolos. Keine Ahnung. Auf jeden Fall kein Megalatius, wenn er Stolos oder Blastus megern kann. Ich finde hier Porygon Z ist ein richtig sickes Pokémon. Mag ist für unser Starter. Ah ja. Auf, was steht hier? Okay. The Service Resetting Zone. Also, ja, Porygon Z ist nice und der Gegner gibt auch auf. Okay, dann suchen wir einfach mal den nächsten Gegner. Obwohl, das können wir nicht. Okay, dann dauert dieser erste Party halt nur 36 Minuten oder 37, aber das denke ich passt schon. Auf jeden Fall, Resümee. Wir haben jetzt ein Team um Silvally Wards gebaut. Halbwegs halt. Ein paar interessante Pokémon zum Beispiel. Spielst du im OU kein Specs Porygon Z, nur mit normalem C. Ditto siehst eigentlich auch nicht so oft wie Magalola, Silvally Wards überhaupt nicht. Vielleicht sollte man statt Donnerblitz oder Surfer vielleicht Icebeam spielen. Auf jeden Fall hat mir diese erste Part viel Spaß gemacht. Ich hoffe, der Part hat euch gefallen. Schreibt in den Kommentare, wenn ihr Verbesserungsvorschläge habt. Will mir auf jeden Fall sehr viel helfen. Bis dann, ciao.